Voidmons Heul, der Fürst der Macht, die Rehe, geil. Ich habe, bevor es weitergeht in unserem Let's Play, nur ganz kurz was zu sagen. Ich habe mir heute, ach, keine Ahnung, so einen Döner und ich glaube noch so ein anderer Asia-Scheiße reingeknallt. Und ja, so ein Zeug macht durstig. Das kennt ihr alle. Und falls ich da so oft trinken muss, na, dann tut es mir leid. Ich versuche es zumindest in den Cutscenes. In den Cutscenes zu bringen. Falls nicht, dann, na, könnt ihr mich auch nicht dran aufhalten. Aber ich habe hier genug Wasser mit. Stehen ein paar Ampullen neben mir. Ja, wie gesagt, wir müssen ja diesmal nirgendwo hinfahren. Die Mission haben wir gleich da beendet, wo die nächste anfängt. Das ist selten. Viele Schlachten, viele Kriege wurden hier ausgetragen. Schon seit der Zeit von Banner Schuhen. Ja, Schnauze. Aber dort, siehst du? Amita, hast du etwas für mich? Oh ja. Wir konnten die Bewohner des Südens befreien, aber der Norden blieb uns versperrt, wegen der King's Bridge. Nun tragen wir den Kampf direkt zu Pagan und befreien den Norden. Also, die Brücke ist befestigt. Das Haupttor besteht aus sprengsicherem Beton, vergisst C4 oder konventionellen Sprengstoff. An der Verteidigung prallt jeder Frontalangriff ab. Und was machen wir dann? Ich habe einen Plan. Da ist ein Konvoi mit einem Chemielaster. Ich will, dass du ihn dir sicherst, bis vor ihre Nase fährst und das Tor aufsprengst. Dann kämen wir in den Norden. Und du wärst einen Schritt näher an Yuma. Vor allem, wie die immer schon mit so einem gewissen Blick rechnet, dass ich das einfach mache, dass das selbstverständlich ist. Das sind halt Weiber, ne? Also. Das ist eigentlich 99% der Frauen, ne? Tut mir leid, aber es ist so. Diesen 1% auf der Welt, den muss man erstmal finden. Das ist ganz schön weit weg. Habe ich einen Gleiter oder so? Ich brauche eigentlich einen Heli. Weil das ist schon ziemlich weit, oder? Das ist schon krass. Ich habe keinen Bock, Auto zu fahren. Das ist doch nervig. Na gut, machen wir's. Mit unserem Flower Power Puff Car. Da geht das alles schon. Da läuft es. Links oder rechts? Oh, und Gleiter? Ach ne, Gleiter brauchen wir nicht. Brauchen Hubschrauber, wenn dann schon. Bäm, und ich häng fest. Mann, nee. Ein Karma-Ereignis. Aha, Penner. Was denkst denn du? Dass du einfach vor mir wegkommst oder was? Wir müssen eh unser Karma-Level steigern, also. Sorry, ich brauche eure Bude. Klar, nimm den Wagen. Ich brauche ihn nicht. Soll das jetzt abwertend klingen? Das sind schon mal cool, dass da solche Bergsteiger rumlaufen. Ach nee, das sind ja, glaube ich, Händler sogar. Stimmt, das sind Händler. Wir chillen jetzt einfach mal zu dem Punkt, da sind nämlich nur noch 300 Meter. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, wir müssen jetzt fliegen, aber es ist in Ordnung. Ach komm, was willst du denn? Ach komm. Ah, langsam ist es in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Naja, ich bin schon wieder viel zu konzentriert, weil das sowas regt mich wieder auf. Ich finde das cool mit den Karma-Ereignissen. Wir farmen uns gerade Karma-Ereignisse. Wie weit unser Auto gerollt ist. Das scheint wahrscheinlich immer nur die eine Animation zu sein. Just gleich gewusst. Amita, ich bin vor Ort. Ich bin bereit. Der Konvoi müsste aus dem Südwesten kommen. Wo ist denn der Süden? Im Kompass? Ja. Wir haben doch noch C4, oder? Ja, sogar eine ganze Menge. Sogar diese Minen haben wir.
knallen wir mal eine Ladung hin. Er muss jeden Moment eintreffen. Viel Glück. Ich hoffe, dass ich das, dass das mehrere Autos sind. Ja, sind es krass. In Far Cry 2 konnte man das machen, falls ihr das noch wisst. Da konnte man, wenn man diese Diamanten für den Waffenhändler überfallen. Ach nee, was waren das für Händler? Was haben die verkauft? Keine Ahnung. Boom, Schakalaka. Was willst du machen, ne, Kollege? Weißt du, wenn du mir den dich anlegst? Jetzt bräuchte ich natürlich diesen Fahrzeug-Takedown, ne? Ich wollte ihn rein! Hab ihn! Hab ihn! Ja, ich war jetzt! Zieh ihn an! Ach, fuck! Wie soll ich den denn stoppen? Ich schieß dir mitten ins Gesicht! Ja, mach mal. Da ist schneller als ich. Ah, bin ich wieder ein Scharfschütze, ne? Und er läuft weg. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass er sich an dessen Stelle sitzt. Ich habe gedacht, er steigt aus und verteidigt seinen Truck. Truck. Na, der entkommt mir nicht. Das wäre jetzt zu episch, dass er mir jetzt entkommen würde. Also da ist unsere Situation gerade viel zu episch. Was willst du denn, hä? Was wollt ihr denn, hä? Tschüssi. Ja, ich steig auf der falschen Seite, was ich weiß. Ja, kommt. Kommt, kommt. Ich weiß, dass er noch einer ist. Hölle? Nee. Du meinst in der echten Matrix? Gut, wo sind wir jetzt hier? Einfach einsteigen oder was? Dann machen wir das mal. Amita, ich hab den Truck. Ich fahre jetzt zum Tor. AJ, so nah waren wir dem Norden seit Jahren nicht. Danke. Und ich muss dir sagen. Auf einmal ist es so, wie als würde ich freiwillig machen. Lass dich nicht umbringen. Ach, die Mucke ist cool. Oh fuck. Hoffen wir mal, dass es keine GEMA-Mucke ist, weil dann haben wir auch keine Probleme. Keine Ahnung, tralali, tralala. Ich sehe nichts. Ja, lang mal vorn. Zerstöre die Tour. Ha, ne, zerstöre die Tour. Wir sollten hier ganz gut bewacht sein, das Maul im Mist. Ach nee, weil da kam gerade zum E zum Aussteigen.
Ach, meine ist die Musik weg. Ah, ne, die ist noch. Bringen normale Kopfschüsse nur so wenig oder kommt man so cool? Ich meine, wir haben schon oft Kopfschüsse gemacht, das ist schon klar, aber. Komisch, dass sie jetzt auf einmal ankommen. Naja, lass mal. Lass mal den Meister ran hier. Wow, das Spiel macht mal wieder richtig Laune. Wahrscheinlich, weil ich jetzt endlich mal ordentliche Waffen habe. Okay, ich bin jetzt ziemlich festgenagelt. Ja, das ist eine gute Devise, die du mir gerade erzählst. Wir haben nicht so viel Munition leider, aber ich kann es auch nicht looten, weil wenn ich es looten würde, dann bringe ich mich am Ende noch selbst in Gefahr. Wir sind ja tief. Ach, schade. Da wenigstens Munition für mich. Naja, moin. Nein. Das war ein Headshot? Wie geht das? Die Brücke ist erobert. Ich stelle dich durch. Fantastische Neuigkeiten, AJ. Scheiße, Moment. AJ, es nähern sich Feinde aus dem Norden, die königliche Garde. Paganins Elite. Sie sind gut, aber sie dürfen die Brücke nicht zurückerobern. Okay, viel Glück. Ja, wie machen wir das jetzt? Da muss ich jetzt hier versuchen. Wir bestücken den mal vorsichtshalber mit C4. Ich hoffe, das hält. Gut. Wir wollen eine Nachricht senden, alles klar. Achtung, Volk von Kyrat! AJ Gale, Held des Goldenen Pfades, hat die Brücke erobert, die uns von unseren Kameraden im Norden getrennt hat. Das ist ein historischer Tag für die Befreiung und ein herber Schlag gegen Paganins Tyrannei. An alle Truppen, rückt vor und sichert die Brücke! Kann ich Verstärkung rufen? Wieso steht die Mission nicht zur Verfügung? Was ist denn das für ein Mist? Da ist ein MG, wir müssen dahin. Oh, what the fuck? Okay, okay, das hätte ich jetzt nicht. Oh, what? Was war denn das? Explosiv oder so? Ich habe eigentlich nur gedacht, wir können mal ganz gemütlich darüber stelzen. Ich meine, da passiert wohl nichts. Nee, dann doch nicht. Da war dann wohl nichts da, Darius. In Ordnung. Diesmal machen wir schneller. Hey, wo ist denn jetzt die MG? Sorry, sorry, sorry.
schon geil, wenn man so Visier hat, ne? Oh, das ganze Loot. Wir müssen unsere Leute deffen. Um jeden Preis, weil die können uns helfen. Gleich. Ich könnte dich alle looten, so viel Kohle. Da würde ich nie fertig werden. AJ, im Namen des Goldenen Pfades und seiner rechtmäßigen Anführerin Amita, danke. Du hast den Weg zur Freiheit geebnet. Und dieser Weg führt direkt über Pagan Min. Danke, dass du den Äther von Means Propaganda befreist. Oh, ich habe jetzt eine Fähigkeit bekommen. Ach, ich will trotzdem endlich Rennen fahren, wegen Takedown und so. Ach so, das sind die ganzen Typis hier. Ja, die neue Sniper, die... Moment, ich muss die mal ganz kurz aufheben. Ja, das ist die. Ich könnte mich an den Namen nicht mehr erinnern, daher... Okay, das ist ein richtig kranker Sound. War da vorher auch so schlimm? Krass. Okay. Wir haben erstmal halbwegs viel Munition. Das ist in Ordnung, aber... Fokusspritze Level 2. Zeig mal her. Ah, die hier. Boah. Ach nee, das ist das hier unten. Das hätte ich mir schon längst skillen können. Ich bin immer so ein Held. Ah nee, das muss definitiv erst freigeschaltet worden sein neulich, weil... Das hatte ich vorher nicht. Ach, Amita will wieder, dass ich sie besuchen komme. Und wo will sie das? Hm, wo willst du denn diesmal hin, hä? Bist ja immer so launig. Hä, wo ist Amita? Ah, noch weiter dahin. Da gehen wir zu Amita. Na, nehmen wir uns einfach so eine goldene Pfadkarre hier. Das Lustige ist ja, wir sind ja für Pagan Terroristen, oder? Hm. Das bedeutet, wenn wir für den Terroristen sind, also in seinen Augen Terroristen, ne? Was ist denn das jetzt bitte für ein Schwachsinn? Weil im Endeffekt... Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeit. Tut mir leid, ich habe jetzt die Tasse, nee, wo man hier Dings ausschalten kann hier. Ach, ihr wisst schon, ja, Radio, das ist schwachsinnig. Das ist ja, wir befinden uns ja hier im Feindgebiet, hier sind ja die Funktürme noch nie erobert, logisch. Und da ist klar, dass die hier so einen Müll labern. Eigentlich sollten wir jetzt mehr diese Karma-Ereignisse machen, weil die bringen uns richtig gutes Zeug. Die haben das jetzt schon so gemacht, mit Absicht, dass wir auch halt mal ein bisschen mehr Missionen, also Nebenmissionen machen oder so ein Mist, aber... Amita, ich bin im Norden. Du musst eine Zelle des Goldenen Pfades in Utkraft treffen. Das ist eine Stadt nördlich der Brücke. Sie kennen den Norden besser als jeder andere. Moment mal ganz kurz. Genau dieses Tier brauche ich. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Fuck, dafür braucht man Wildschweine. Schweinehaut. Von einer größeren Beutetasche. Oder ein Köcher. 15 Pfeile, ja. Viel besser als Beutetasche, Mann. Wenn jetzt hier noch so ein Tierchen ist, dann... Oh Gott, das sind ja haufenweise. Ah, Pfeile zählen also auch für die. Das ist in Ordnung. Das können wir noch fix herstellen. Beutetasche gleich neu. Gut. Karma-Ereignis. Boden. Oh Gott, das sind viel zu viele jetzt, sorry. Aber das Karma-Ereignis, den mache ich jetzt nicht.
Wir müssen schon genug fahren. Das sieht ja gerade ziemlich idyllisch aus. Hat was, hat Stil. Keine Ahnung, was das für Tiere sind, aber egal. Na, das Schöne ist halt an dem Spiel, es geht halt, es spielt sich genauso wie Far Cry 3. Also, wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, ich habe die 3 nicht auf dem PC gespielt, aber bla bla bla, hin und her. Aber ich weiß ja trotzdem, wie das ja so abläuft. Kenne es ja trotzdem alles. Und das ist halt einfach nur alles anders und das gefällt mir eigentlich. Das reicht mir schon aus. Da bin ich schon zufrieden mit der Welt, wenn ich das spielen kann. Aber soweitgehend gibt es eigentlich keine Probleme hier. Wir machen jetzt schön Missionen und ich nehme das jetzt schon am Freitag auf und die Crew kommt bald. Wir müssen das Ding hier noch durchziehen. Ach komm. Oh Mann. Heiß. Man kann es gleich wegklopfen. Das ist gut. Wo ist denn der Typ? Wo ist denn der, den ich eliminiert habe? Ach, der hier. Ach ne. Das war einer von uns. Der hier? Alter. Ist in Ordnung. Wie habe ich ihn jetzt gerade getötet? Hä? Der muss es sein. Der ist es definitiv hier. Sollte ich dir jetzt eigentlich helfen? Ich kann noch. Lass mich in Ruhe! Hilfe! Hilfe! Ey, sorry, ich hab das Karma-Ereignis doch gemacht. Ah, hier hinten. Das ist der letzte, der Sinn ergibt. Nee. Dann müsste es der hier sein. Aber das ergibt auch keinen Sinn. Hä? Habe ich doch gerade gelootet, oder ne?